Konkret wird Ihnen präsentiert von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog. Ohne gute Daten ließe sich die Zukunft der Altersvorsorge genauso schwer berechnen wie der Bedarf von neuen Verkehrs- oder Bildungsinfrastrukturen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Nur auf der Basis von Zahlen also lässt sich vermeintlich in die Zukunft schauen. Trotz grafischer Animation reden Zahlen allein, aber nur für die wenigsten. Die meisten von uns brauchen eine Einordnung. Eine Interpretation. Das Vertrauen und der Glaube in die amtlichen Zahlen ist gross. Kommt es mal zu einem Fehler, wie jüngst bei den nationalen Wahlen, bei der Berechnung der Parteienstärke, geht ein Aufruhr durchs Land. Was bedeutet so Fehler? Was hat es mit Umfragen, Prognosen und Hochrechnungen auf sich? Wie kommen sie zustande? Und wie wichtig sind Zahlen und Statistiken fürs Funktionieren von unserem Land? Alles Fragen, wo wir heute hoffentlich eine Antwort darauf bekommen. Ich freue mich jetzt auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Peter Moser. Er hat über 20 Jahre die Analyseabteilung beim Kantonalen Amt für Statistik vom Kanton Zürich geleitet. Nach dem Wahlsonntag hat er sich selbstständig gemacht und arbeitet heute als freischaffender Politikwissenschaftler. Grüezi, Herr Moser. Grüezi. Herr Moser, sagen die Statistiken die Wahrheit? Ja, das ist eine schwierige Frage, oder? Ich meine, ich würde sagen, nein, eigentlich so direkt natürlich nicht, oder? Aber sie sind zumindest eine Annäherung an das, was ist, oder? Also Wahrheit im Sinne von, ja, das sind Fakten, oder? Ich glaube, so kann man es irgendwo sagen, aber es ist natürlich auch das Verhältnis von sozusagen der Wirklichkeit und dem, was Sie jetzt vielleicht als Wahrheit würden bezeichnen, und der Statistiken, ist nicht ganz ein Einfaches, oder? Weil die Wirklichkeit, die redet ja selber nicht direkt, oder? Sondern man muss aus der Wirklichkeit sozusagen wie Material, Daten rausziehen, im weitesten Sinn, die dann weiterverarbeiten. Dabei können auch Fehler passieren, wie wir jetzt gerade am letzte Woche gesehen haben. Und dann in einem weiteren, sehr viel Verarbeitung dazwischen, oder? Irgendwann hat man dann Zahlen, also Tabellen, wenn Sie so wollen, oder? Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel bleiben, die Wähleranteil von der letzten Woche. Und dann braucht es natürlich noch einen weiteren Schritt. Oder? Man muss irgendwie die Zahlen auch noch deuten. Sie reden sozusagen wie selber noch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie viele Menschen in der Schweiz in einer Mietwohnung wohnen oder in einem Eigenheim, dann wird es eine Statistik geben. Wenn ich jetzt diese Zahlen nehme, sagen Sie, die sind nicht wahr, oder was, wie soll ich das denn deuten? Ich gehe dann davon aus, dort steht eine Zahl, ja, nein, und das ist wahr. Es ist im Prinzip schon richtig, oder? Aber ich meine, das Problem ist ja auch ein bisschen, das bezieht sich ja unter Umständen auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt, oder, wo die Statistik erhoben wird. Häufig ist es auch noch ein bisschen so, oder, dass jetzt, meine, in dem Fall, den Sie jetzt haben, oder, da müssen Sie können Sie die Leute natürlich fragen in einer Stichprobenerhebung, oder, direkt. Das ist ein Teil davon, aber Sie müssen zum Beispiel auch wissen, wie viele Mietwohnungen und Eigenheime das es überhaupt gibt, um irgendwie so ein bisschen zu sagen, ob das auch stimmt, oder? Und die Zahlen, die kommen zum Beispiel aus einem Register. Also, unter Register versteht man generell, oder, so Sachen wie zum Beispiel das Einwohnerregister, oder, wenn Sie auf der Gemeinde sich anmelden, wenn Sie umziehen, oder, dann macht dort die Fachperson gibt das ein, oder? Und das wird dann in ein Register hineingefüttert, und das hat man dann sozusagen auch für die ganze Schweiz. Und genau das Gleiche hat man auch zum Beispiel für Gebäude und die Wohnungen, die in den Gebäuden sind. Also man hat die Register, oder, wo man dann gewisse also Sachen die kann Register, die sind natürlich dann, die bilden eins zu eins etwas ab, genau. Hingegen Stichproben, die Sie vorher angesprochen haben, natürlich nicht. Nicht, nein, klar. Wobei auch bei den Registern, oder? Es ist auch dort, der Teufel ist ein bisschen im Detail, oder? Mhm. Es ist, nicht ganz so, dass, oder auch bei den Registern sind manchmal, kann es Fehler geben, es können irgendwo Ungereimtheiten drinstecken. Klar, bei einer Stichprobenerhebung, also wenn man die Leute bei einer Befragung im weitesten Sinn, dort
ist sozusagen der Fehler wie eingebaut. Man fragt ja selten alle, oder? Heutzutage macht man eigentlich praktisch nur noch Stichprobenerhebungen. Und dann ist es natürlich ein bisschen so, oder, dass man mit statistischen Mitteln auch sagen kann, wie gross das der Fehler öppen ist, wenn man die Erhebung sehr sorgfältig gemacht hat. Also wenn man im Prinzip die Leute zufällig auswählt. Das ist ja immer noch interessant, wenn man schaut bei so Stichproben, vor allem also auch wenn es Umfragen gibt, dann heisst es immer, es sind so und so viele Leute befragt worden und dann denken viele, sind eigentlich für einen Wert, den jetzt die Schweiz abbilden soll, sind es eigentlich wenig Leute. Also geht man davon aus, müssen wir doch viel mehr Leute befragen und es sind dann gar nicht so viele. Ja, das ist eben eines von der sozusagen wie magischen Dings von der Statistik, oder? Dass wenn Sie eine Stichprobe sorgfältig ziehen, also wirklich zufällig, oder? Ziehen, zum Beispiel aus dem Bevölkerungsregister gerade direkt, oder? Also nicht irgendwie, dass sich die Leute so ein bisschen selber auswählen, wie das häufig ist, wenn sie so Umfragen mit den Zeitungen haben, sondern wirklich ganz eine saubere Stichprobe ziehen und die ist zufällig gezogen, dann sagt Ihnen im Prinzip die mathematische Statistik, wie gross der Unsicherheitsbereich ist, wo dann zum Beispiel irgendein bestimmter Wert drin ist. Und es ist natürlich klar, oder? Je mehr Leute das Sie fragen, desto kleiner wird auch der Unsicherheitsbereich. Wenn Sie alle fragen, dann hat es überhaupt keinen Unsicherheitsbereich mehr, ist ja klar. Und es ist so, dass man eigentlich sozusagen, also wenn man 1000 Leute fragt, kann man den Unsicherheitsbereich recht stark reduzieren. Wenn man nochmal 1000 dazu fragt, wird der Unsicherheitsbereich nicht mehr viel kleiner. Also man kommt dann relativ rasch an so eine Grenze, wo man kann sagen, gut, man hat eigentlich eine so eine grosse Stichprobe, dass der Unsicherheitsbereich vielleicht am Schluss noch bei einem Prozentpunkt plus minus ist, was für die allermeisten Zwecke auch völlig langt, oder? Was sagen Sie, eben gerade Unsicherheitswert oder Abweichungsmöglichkeit, was sagen Sie, ab welcher Zahl ist das eine seriöse Geschichte und ab wann sagen Sie, nein, also das nützt jetzt gar nichts? Ja, ich würde sagen, also für eine wirklich bevölkerungsrepräsentative Befragung würde ich sagen, ist etwa 1000 Personen, die man fragen sollte. Wenn man wirklich repräsentative Aussagen möchte. Ausser es ginge um Sachen, die sehr, sehr selten sind. Oder? Wenn Sie natürlich 1000 Personen fragen und ich weiss nicht, wenn Sie jetzt zum Beispiel herausfinden, wie gross ist der Anteil der blinden Leute in der Bevölkerung? Oder? So viele von denen gibt es nicht. Und wenn Sie natürlich dann nur so eine kleine Stichprobe haben, dann haben Sie ein das Problem, dass vielleicht gar keine. Genau, oder? Also, es kommt ein bisschen darauf an, was das man möchte wissen. Aber für so gewöhnlich, also zum Beispiel, wenn Sie wissen, wie zum Beispiel, was man jetzt so im Vorfeld der Wahlen häufig hat wissen, oder wie die Leute wählen, wahrscheinlich, oder? Wenn Sie so etwas wissen wollen, und das für die grösseren Parteien, dann sind Sie mit 1000 Personen sicher gut bedient, unter den Stimmberechtigten. Also das heisst, die Aussagekraft von einer Statistik hängt vom Prozess ab, mit dem die Daten erhoben werden. Ich, der dann so eine Statistik sehe das im ersten Moment ja eigentlich nicht so auf den ersten Blick. Ist jetzt das einfach, wie Sie gesagt haben, sauber gezogen worden oder ist da im Hintergrund etwas, wo man vielleicht die Leute auch ein bisschen gesucht hat oder zusammengebüschelt hat? Das ist natürlich für die Laien häufig schwierig zu sagen. Oder? Ich glaube, dort ist halt sehr vieles auch Vertrauen. Oder? Und ich würde jetzt mal sagen, in der öffentlichen Statistik, von ich herkomme, oder, gibt man sich natürlich auch wirklich sehr, sehr grosse Mühe, die Leute, also die Stichproben sauber zufällig zu ziehen und dann die Leute, die man gezogen hat, auch tatsächlich zu fragen. Das ist nicht ganz so einfach häufig. Oder? Heute sind ja die Leute immer so ein bisschen unterwegs, oder? Und gerade junge Leute sind recht schwierig, auch zum Beispiel ans Telefon überzukommen oder dazu zu bringen, einen Fragebogen auszufüllen. Also man verwendet sehr viel Zeit und auch Geld am Schluss, oder? Das ist nicht ganz billig, wenn sie irgendwie 3, 4, 5, 6 Mal nachstoßen müssen, bis sie dann wirklich für die Person haben. Ich glaube, da hat sicher einfach die öffentliche Statistik natürlich, weil sie auch gut alimentiert ist, oder? Man hat das Geld auch, um die sorgfältigen Erhebungen zu machen, sicher sehr gut aufgestellt. Aber auch die Privaten, oder? Die haben ja auch so einen Verhaltenskodex, die grossen Umfrageninstitute, wo man dann auch davon ausgehen kann. Mal, wenn die sagen, wir haben das so und so gemacht, dann haben sie es tatsächlich auch so und so gemacht, wie sie sagen. Gut, also was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Qualitätskriterien?
Oder sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viel ist Aktualität, wo Ihnen spielt? Oder ist das ein Qualitätskriterium? Ja, in der Öffentlichkeit. Also für uns, also von außen ja, gesehen, ist es brutal wichtig, ist oder? Brutal wichtig. Für die öffentliche Statistik ist das vielleicht nicht ganz so zentral, oder? Ich meine, das ist etwas, wo man sich auch immer wieder darüber beklagt, oder? Dass ja gut, dann hat man jetzt zum Beispiel, was ja, vor kurzem erschienen ist, oder Zahlen zum Verkehrsverhalten. Irgendwie aus dem 2022, oder? Dann haben alle Leute das Gefühl, ja gut, aber das ist jetzt schon ein bisschen alter Kaffee und so weiter und so fort, oder? Also aber, sagen Sie uns, wieso die Zahl aus 2022 ja, sein müssen oder nur aus 2022? Weil halt sozusagen die Aufbereitung von diesen Daten dann wirklich auch überprüfen, stimmt das alles, ist das sorgfältig gemacht und so weiter, das braucht halt einfach auch seine Zeit, oder? Und das ist auch häufig nicht trivial, oder? Es ist nicht einfach so ein bisschen, etwas zusammenrechnen, sondern man muss wirklich die Daten nochmal anschauen. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade an das Verkehrsverhalten denken, in der Covid-Krise, ist ja auch ganz anders gewesen als normal, es ist, genau. Als es jetzt wieder ist, oder? Also man hat jetzt natürlich eh so ein bisschen den Vorbehalt, dass das halt die Wirklichkeit von dieser Krise abbildet, die nicht mehr die Wirklichkeit ist von jetzt. Also ich glaube, da gibt es halt immer recht viele auch Sachen, die noch dazwischen liegen, oder? Sagen Sie dann, also jetzt böse gesagt, so eine Statistik, die nützt uns jetzt wie nichts mehr? Nein, das sage ich nicht. Das muss man ganz klar sagen, weil man natürlich auch wieder muss sagen, die Statistiken, die man jetzt vor allem auch in der öffentlichen Statistik macht, die beziehen sich häufig auf Sachverhalte, die sich nicht sehr rasch ändern. Aber jetzt gerade die Pandemie, die Sie gesagt haben, dass ja, das überhaupt ist, das Jahr 2022, das ist ein spezieller oder? Fall. Oder? Klar, weil dort haben wir natürlich auch, ich sage jetzt mal so, massiv aufs Mobilitätsverhalten der Leute auch eingewirkt. Oder? Man hätte ja dann irgendwann gar nicht mehr können. Bleib zu Hause. Ja, oder? Genau. Also das ist jetzt wirklich ein Spezialfall. Mhm. Oder? Aber im Normalfall muss man sagen, ja, oder? So Sachen wie das Verkehrsverhalten, dort ist sehr interessant, wie sich das langfristig verändert, oder? Wie zum Beispiel der Anteil vom ÖV zu dem vom Auto ist und so weiter und so fort. Aber häufig beziehen sich die auf Sachen, oder wenn sie irgendwie zum Beispiel die religiösen Ansichten oder die Ausbildungsgänge, die Leute gemacht haben und so weiter. Das sind Sachen, die sich, und das ist jetzt auch einfach meine Erfahrung als Sozialwissenschaftler, oder, die sich eigentlich sehr, sehr langsam verändert. Wo es dann auch nicht so darauf ankommt, ob eine Statistik oder so eine Erhebung schon 2 Jahre alt ist oder nur einen Monat. Also was bringt es denn zum Beispiel, um das jetzt einbetten, vielleicht in einen grösseren Kontext, wenn man dann einmal weiss, vor 5 Jahren sind so viele Kinder eingeschult worden und vor 3 Jahren sind so viele Kinder eingeschult worden, sehr wahrscheinlich der neueste Wert wird etwa 2 Jahre her sein und nicht aktueller sein. Sie sagen, mal, es braucht auch diese Zahlen. Was bringen denn die? Oder das Beispiel, das Sie jetzt machen, das weiss man natürlich immer relativ rasch. Oder? Also da muss man jetzt auch wieder sagen, dass, ja, das ist jetzt eine Grösse, die man natürlich auch aus der wo die Schule ja wissen. Oder? Da muss man jetzt keine Erhebung im engeren Sinne noch machen, oder? Aber wo man die Leute fragt. Man muss, klar, muss man natürlich schon. Oder? Aber ich meine jetzt mehr so ein bisschen wirklich ja, soziale Phänomene im weitesten Sinn. Oder? Also oder, mit Verhalten zu tun. Wo das menschliche Verhalten am Schluss irgendwo abbildet. Und klar, es gibt manchmal, wie das schöne Beispiel oder, ist die Covid-Krise, wo sich das menschliche Verhalten recht sprunghaft kann ändern kann. Das ist völlig klar. Aber in der Regel macht es das nicht. Und es ist natürlich auch so, oder, dass wenn man dann, oder wenn Sie zum Beispiel herausfinden, ja gut, wie wirkt sich, wird zum Beispiel durch die Schule, oder, es gibt ja vielleicht so eine These, oder, dass die Ungleichheit, am Schluss verdient man ja auch mit der Ausbildung, die man macht, etwas, dass die sozusagen durch die Schule entweder vergrößert wird vielleicht sogar oder vermindert wird, oder, indem zum Beispiel halt nur Kinder, wo die Eltern auch schon im Gymi gewesen sind, auch wieder ins Gymi gehen oder auch nicht, oder? Und ich meine, dort ist ja dann wirklich interessant, wie sich das langfristig entwickelt, oder? Und was auch die Gründe dafür sind, warum das sich bewahrheitet, wenn man das einmal hört, oder? Genau. Durch die Medien, das natürlich schon auch immer eine Zahl für bare Wünsche. Ja. Oder? Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen ein Problem, oder? Dass man vielleicht so ein allzu sehr an diesen wörtlichen Zahlen hängt. Man hat es jetzt wirklich letzte Woche auch wieder schön gesehen, oder? Und auf denen dann so gewaltige Gebäude von Interpretation aufbaut, obwohl man
natürlich häufiger so ein bisschen vorsichtiger muss sein, oder? Weil, wie gesagt, oder, was sozusagen Zahlen spiegelt, das ist auch nur eine sehr reduzierte Wirklichkeit, oder? Es ist eine Art wie ein Modell von der Wirklichkeit, was sie am Schluss haben. Eine ganz einfache, eben so ein paar Zahlen, etwas eigentlich unglaublich Kompliziertes abbildet. Und sie müssen einerseits wissen, wie die Zahlen zustande gekommen sind, oder? Was genau zum Beispiel gefragt worden ist in der Befragung. Das kommt da sehr darauf an, oder? Wenn man die Fragestellung. Genau, die Fragestellung. Genau. Und sie müssen dann wirklich auch bei den Interpretationen auch sehr aufpassen, weil es kann ja, oder häufig hat man das Gefühl, ja, das kann genau der einzige Grund haben, oder? Ist auch komplett klar, dass das der Grund ist. Aber häufig ist es so, dass in der sozialen Wirklichkeit sehr viele Sachen miteinander zusammenwirken und es dann auch noch recht schwierig ist, wirklich so ein bisschen auszubeindeln, was genau wie stark etwas beeinflusst. In der letzten Zeit hat sich ja Daten, die zur Verfügung stehen, einerseits, aber auch der Datenfluss oder auch die Daten, wo wir alle damit konfrontiert werden, hat sich unheimlich erhöht. Das ist ja auch eigentlich eine Herausforderung für euch als Statistiker, um dann nämlich zu schauen, dass ob dieser Datenflut, ich sage jetzt mal die richtig wichtigen Zahlen oder die, die halt ihr gerne hättet, dass man sie würde registrieren, dass die überhaupt noch wahrgenommen werden und nicht einfach untergehen, oder? Ja, ich glaube, vielleicht eine Problematik von der Datenflut, oder, wo zum Beispiel alle die sozialen Netzwerke permanent erzeugen, oder Google mit Suchanfragen und so. Ich glaube, was dort halt manchmal ein bisschen das Problem ist, es ist nicht so ganz klar, wie die Zahlen zustande kommen oder die Aussagen, die man dann daraus macht. Und ich glaube, das ist halt schon auch etwas, wo die öffentliche Statistik irgendwo muss leisten, oder? Sie muss Zahlen produzieren, Angaben produzieren, wo wirklich im Einzelnen, im Detail klar ist, wie die erzeugt werden, oder? Aber ihr sind ja so ein bisschen, das ist ja so ein wie... ich bin jetzt also nicht mit der öffentlichen... Natürlich, genau, nein, aber. Natürlich nicht. Aber ich meine, die öffentliche Geschichte, auch die Zahlen, die unter ihrer Regide veröffentlicht worden sind, ist ja so ein bisschen wie das Opfer vom eigenen Erfolg. Weil von denen geht man aus, die sind wahr und die sind richtig. Ja. Und dann haben sie vorher angetönt, eben, wir haben ganz viel auch auf Social Media andere Zahlen. Denen sieht man nicht an, dass sie vielleicht nicht so wahr sind. Aber wir gehen einfach auch davon aus, das ist eine statistische Zahl, die ja, stimmt. Ja, da muss vielleicht das breite oder? Publikum auch noch wieder etwas dazulernen, sage ich jetzt einmal. Oder? Ich meine, es wird ja, haben Sie sicher auch schon gehört, oder? Das ist ja das, so ein bisschen das Buzzword im Moment, Data Literacy. Und ich glaube, da muss die Bevölkerung, das breite Publikum vielleicht wirklich auch noch ein bisschen, wie soll man sagen, kritischer werden gegenüber dem, was da permanent einem an den Kopf geworfen wird. Das ist nicht einfach, oder? Weil ich meine, wie kann man kritisch sein, wenn man nicht genau weiß, wie die Sachen zustande kommen? Aber ich glaube, dort gibt es schon auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Und da ist ja die öffentliche Statistik auch sehr stark und das Statistische Amt vom Kanton Zürich, wo ich war, bin, auch sehr stark involviert, die Data Literacy, also das Verständnis von Daten zu fördern in der Bevölkerung. Ich wollte gerade den Ball zurückspielen. Sie haben es mir gerade ein bisschen vorab genommen. Könnte man jetzt nicht auch sagen, haben Sie das Gefühl, dass die Daten, wo jetzt gerade auch amtliche Daten, die rausgegeben werden, dass der Kontext, wo halt viele von uns brauchen, die jetzt nicht gerade so dahinter sehen, wie kommt das zustande und wo müssen wir es einordnen, dass der genug mitgeliefert, ich sage jetzt auch genug verständlich für das Normalvolk, für uns alle, verständlich das mitgeliefert wird? Oder würden Sie sagen, also da hat auch der Staat, der Kanton, der Bund schon noch ein bisschen Nachholbedarf? Sicher, ja. Das ist völlig klar. Wobei man vielleicht auch muss sagen, Kontext wird vielleicht schon mitgeliefert, aber irgendwann in den Medien, wenn es darum geht, so eine knallige Aussage zu machen, oder? Dann, ja, und das ist auch die Aufgabe von der Medien, die Vereinfachung, oder? Das ist auch völlig klar. Alle haben eine unterschiedliche Aufgabe in dem gesellschaftlichen Kontext. Das geht vielleicht häufig ein bisschen verloren unterwegs, oder? Wenn man sozusagen dann einfach nur noch die Zahl hat und über das diskutiert. Ein schönes Beispiel ist ja auch, im Sommer ist ja da so eine Befragung veröffentlicht worden in der Zeitung oder im Tagesanzeiger zu den Karriereansprüchen der Studentinnen
an der Uni Zürich. Oder? Da haben wir natürlich dann eine super knallige Schlagzeilen können daraus und machen. Auch einen Aufruf durchs Land ausgelöst. Genau, oder? Ja. Das ganze Land in einem hellen Aufruhr. Oder? Ja. Und auch dort haben wir natürlich dann müssen sagen, gut, das ist vielleicht dann doch die Befragung, die ja doch immerhin zwei Uni-Professorinnen gemacht haben, vielleicht ein bisschen gar simpel übergebracht gewesen, oder? Und ich glaube, dort haben vielleicht die Medien schon auch noch, wenn ich den Ball ein bisschen zurückgeben kann, oder auch einen gewissen Nachholbedarf, halt auch mal zu sagen, ja gut, auch mal mit jemandem wirklich so ein bisschen vertieft zu reden, der diese Sachen macht und vielleicht auch ein bisschen darauf zu hören, der vielleicht sagt, ja gut, so sicher sind wir jetzt gerade dort, da gibt es vielleicht noch Sachen, wo man jetzt, ja, oder? Ich meine, sie haben einerseits natürlich wirklich einfach den Unsicherheitsbereich, wo man statistisch auch kann quantifizieren. Also, wir müssen schnell vielleicht erklären, die Statistik ist darum gegangen, wie gross die Ambitionen sind von Uni-Abgängerinnen, Karriere zu machen oder vielleicht dann gleich aufhören zu arbeiten und eine Familie zu gründen. Und da sind wieder erwartete Resultate herausgekommen, dass es gar nicht so viele Frauen gibt, Uni-Abgängerinnen, die dann diese Karriere wirklich möchten. Das heisst, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie zweifeln das ein bisschen an, oder? Man muss es auch ein bisschen in den Kontext stellen. Mhm. Und es hat sich natürlich gezeigt, man hat ja nicht nur Frauen gefragt, man hat auch Männer gefragt. Mhm. Und bei den Uni-Studenten, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, ist es auch nicht viel anders. Oder? Mhm. Es ist jetzt, man hat sozusagen auf Frauen fokussiert, weil man dort natürlich auch eine Schlagzeile daraus machen konnte. Mhm. Obwohl man eigentlich hätte müssen, wenn man es so in den Kontext gestellt hätte, oder eben zum Beispiel halt nicht nur Frauen anschauen, sondern auch Männer anschauen, hätte man dann gemerkt, ja gut, das ist vielleicht generell so, dass die Leute heutzutage nicht mehr so karrieresüchtig sind, wie auch schon, oder? Und das ist dann so wieder ein Kontext, der halt gefällt hat, wo man auch im Prinzip wahrscheinlich zu einem ziemlichen Teil hätte können aus dieser Befragung herausziehen, oder? Welche Rolle spielen denn Daten, wir haben das jetzt schon ein bisschen mehrmals angesprochen, und Statistiken eigentlich in unserem Demokratieverständnis? Sie haben jüngst in einem Interview gesagt, ohne Statistik ist kein Staat zu machen. Zahlen braucht es. Ja, ich glaube, das ist unbestritten. Oder? Auch die immer so ein bisschen an den Statistiken anzweifeln, letztlich beziehen sie sich auch darauf. Oder? Ich glaube, eine moderne Gesellschaft, oder, die kann man eigentlich gar nicht mehr verstehen ohne Datenmaterial. Und es ist ja nicht mehr viel früher, oder, wo man irgendwie so, ja, man steht auf den Dorfplatz raus und schaut, dass es wie die Stimmung ist. Oder? Muss man auch keine Befragung machen, oder? Man sieht ja eigentlich fast alle. Das ist in einer modernen Gesellschaft, in einer Schweiz mit 9 Millionen Einwohnern einfach nicht mehr möglich. Oder? Und ich glaube, darum hat die Statistik und natürlich vor allem auch die öffentliche Statistik auch so eine wichtige Rolle. Oder? Und darum ist sie auch, ich sage jetzt mal so, oder? Es ist eine enorm wichtige Rolle. Und mit dieser wichtigen Rolle geht natürlich auch eine grosse Verantwortung zusammen. Oder? Welche Auswirkungen, sagen Sie, hat sie auf die Umstände und Abläufe von politischen Prozessen? Also sind die einfach quasi gestützt auf das, was Ich glaube, das ist dann wieder ein anderes Thema. Oder? Ich meine, man hat ja häufig, es gibt ja so eine Doktrin, ja gut, es sollten alle Entscheidungen irgendwie datengeschützt sein. Das sind sie sicher auf irgendeine Art und Weise, wobei das Problem natürlich das ist, oder, dass es gibt ja auch noch Interessen, oder? Es gibt ja nicht nur die Wirklichkeit, es gibt auch noch etwas, was die Leute wollen. Oder? Sie wollen ja auch die Zukunft so gestalten, dass sie irgendwo gut dabei rauskommen, oder? Dass sie sozusagen ihre Wohlfahrt im weitesten Sinn können erhöhen. Oder? Und dann macht man die Statistiken so, dass es so funktioniert. Der Punkt ist natürlich schon ein bisschen der, oder? Ich meine, sie können natürlich, weil es ja eben nicht so einfach ist, oder? Kann es natürlich durchaus sein, dass vor allem wenn es dann auch darum geht, Ursachen, oder wenn sie sozusagen wissen, wie sich die Gegenwart in die Zukunft entwickelt, oder? Dann müssen sie ja so ein bisschen wissen, was bewirkt, oder? Und das sagen Ihnen ja Zahlen direkt häufig nicht, oder? Aber das weiss man vielleicht von früher. Das weiss man vielleicht von früher. Man muss vielleicht Forschung betreiben mit diesen statistischen Grundlagen.
Aber auch dort, oder? Es ist natürlich nicht so, dass die Forschung dann immer ganz einfache, simple Antworten auf die ganz konkreten Fragen, die Politiker haben, kann liefern. Also, und es gibt häufig, Sie kennen es auch, oder? Es gibt eine Studie zu dem, es gibt eine andere Studie, die etwas anderes sagt. Ich wollte sagen, also wenn Sie bringen für jede Aussage und für jedes Ziel, kann man mit irgendeiner Statistik kann man sie unterlegen. Oder? Die Frage ist dann, von wo kommt sie, wie ist sie erhoben worden. Aber es ist ja dann, das so kann man es schon auch politisch nutzen. Oder? Ja, natürlich, klar. Aber oder, meine Hoffnung ist sozusagen, dass wir sozusagen die Sachen, die nicht stimmen, oder? Dass sie so wie mittelfristig wie selber ein bisschen, verschwindet, oder? Ja. Weil man ja irgendwo, also wenn man so ganz einfach würde argumentieren, muss man sagen, gut, also wenn man die richtigen Fakten hat, dann trifft man die richtigen Entscheidungen. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass man wirklich eigentlich so ein bisschen grundsätzlich in die falsche Richtung läuft, oder, dann kann man vielleicht auch irgendwann sagen, ja gut, die Statistik oder die Studie, die wir uns hier abgestützt haben drauf, ist vielleicht jetzt auch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Machen wir doch nochmal eine, oder? Wie, Sie haben das schon angetönt, Pandemie, aber jetzt auch letztes Jahr Energiekrise. Manchmal hat man fast das Gefühl gehabt, der Staat hat wirklich zu wenig Daten, um effizient reagieren können. Täuscht jetzt das? Ja, das ist eine schwierige Frage. Oder, ich meine, kann man wirklich sagen, zu wenig Daten? Ich sage jetzt nicht zu wenig schnell, weil das hören Sie nicht gerne. Nein, klar. Ja, klar hat man immer gerne noch zu dem und dem auch etwas. Aber es ist natürlich, wie gesagt, oder, zuverlässige Daten zu produzieren ist aufwendig, ist auch nicht gratis. Oder? Und ich muss vielleicht auch sagen, ja gut, gerade vielleicht auch in der Pandemie, oder, ist ja dann bis zu einem gewissen Grad dermaßen masslose Datenflut auch über uns hergebrochen, wo ich dann nicht immer ganz so sicher war, ob es nicht manchmal auch zu viele Daten geben kann. Aber ist es einem, gerade jetzt in Ihrem Beruf als Statistiker, auch bewusst, dass Statistiken die können Unsicherheit verbreiten, im schlimmsten Fall Panik. Sie können aber auch Angst machen. Also gerade wenn Sie jetzt Pandemie ansprechen, dann hat es quasi jeden Tag neue Infektionszahlen, Testzahlen, Todeszahlen. Sehr wenig hat man gelesen über die genesen sind, sondern eigentlich nur immer so die Horrorszenarien. Also ist man sich dessen bewusst, was es für Auswirkungen kann haben? Das ist man sich sicher bewusst. Ja, und ich glaube, die Pandemie ist auch ein schöner Modellfall, oder? Wo man eben vielleicht muss sagen, ja gut, hat man es da nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben mit aktuellen Zahlen? Ich würde sagen, oder, das ist ja dann häufig, ich meine, auch da vielleicht wieder ein bisschen den Ball zurück zu den Medien, oder? Bis zu einem gewissen Grad ist ja das dann auch sehr stark medial getrieben gewesen, oder? Jede Zeitung hat dann ihr Dashboard mit den Fallzahlen aufgezogen, die natürlich tagesaktuell hat müssen, gefüttert werden und so weiter. Also das sind, ich glaube, sozusagen der Spezialfall von der Pandemie, da würde ich jetzt auch sagen, da muss man sicher, wäre sicher gut, oder, wenn man das einfach jetzt vielleicht dann auch mit dem Abstand von ein paar Jahren wirklich einmal ganz ruhig und nochmal würde anschauen, was ist wirklich nötig gewesen. Und so weiter und so fort, dass man vielleicht auch in Zukunft seine Lehren daraus ziehen kann. Auf der anderen Seite, Herr Moser, wenn Sie einen Datenbedarf erkannt haben, zum Beispiel, oder wie müssen wir uns jetzt das vorstellen, dann haben Sie einfach mal angefangen, Daten zu sammeln, oder wie läuft denn das? Ich gehe davon aus, Sie haben auch nicht dürfen einfach Daten sammeln. Nein, ich meine, ich habe natürlich, bin sowieso nicht so ein Sammler, oder? Ich bin eher der Auswerter. Also ich nehme sozusagen eigentlich praktisch nur Daten, die Daten, die ich gebraucht habe, oder? Und natürlich auch jetzt noch brauche, die sind eigentlich immer schon rum, oder? Also es ist nicht so, dass man sozusagen hat, dass man sozusagen Datenproduktion, oder? Vor allem auch die Produktion von wirklich guten Daten ist auch wieder ein aufwendiger Prozess, oder? Also ich könnte sagen, wirklich gute Erhebung können Sie auch nicht in zwei Tagen auf die Beine stellen, sondern das braucht Vorbereitungsarbeiten. Man muss irgendwie sich genau überlegen, was man zum Beispiel die Leute fragen und so weiter und so weiter. Und es braucht eine Rechtsgrundlage. Das braucht es natürlich auch noch, genau, das ist ja häufig auch. Ich meine, muss man auch sehen, oder? Ich meine, so das ganz grosse Hobby der Leute ist es jetzt auch nicht so mühsame BFS-Befragungen, riesige Fragebögen zu beantworten. Die Privatwirtschaft hat sowieso keine Freude.
wenn man sie irgendetwas fragt. Also auch dort, oder? Es ist dann schon nicht ganz so einfach, etwas auf die Beine zu stellen, das wirklich Hände und Füße hat. Gut, aber da ist es ja schon auch so, dass man vielleicht Motivation zum Mitmachen bei so einer Befragung ja auch grösser wäre, wenn man ein bisschen könnte, vielleicht besser einordnen, dass es jetzt nicht einfach quasi eine Beschäftigung, eine zusätzliche Beschäftigung und eine zusätzliche Aufgabe ist, sondern für was man es dann wirklich braucht und was es dann überhaupt bringt. Oder? Da wären wir wieder bei der Einordnung und bei der Wichtigkeit von diesen Zahlen und Statistiken, das funktionieren für unsere Gesellschaft. Dort ist halt dann immer ein bisschen die Problematik, oder? Dass man vielleicht gewisse Sachen auch also das, oder sozusagen der direkte Nutzeffekt, also dass man sozusagen jemandem befragt wird, einfach gerade sofort glasklar kann machen, für was das eine bestimmte Frage nötig ist. Ich glaube, das ist eigentlich eher, letztlich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich eher ein bisschen der seltenere Fall. Oder? Sondern der Punkt ist eigentlich der, oder? Die hier gefragt werden, oder, die machen bei etwas mit, wo man tatsächlich häufig muss sagen, ja, so ganz einfach wirklich in Heller und Pfennig sagen, was jetzt das genau nützt, kann man häufig nicht einfach so. Oder? Aber es sind halt einfach extrem wertvolle Basisgrundlagendaten, die an sehr vielen Orte reinspielen, oder? Wenn zum Beispiel, wenn wir einfach ein Beispiel nehmen aus meiner alten Welt sozusagen, oder? Die Daten über das Verkehrsverhalten, oder? Wo man da im sogenannten Mikrozensusverkehr bei den Leuten fragt, oder? Die fließen da zig Orte ein, oder? Klar, man hat einerseits irgendwann publiziert das BFS etwas dazu, oder? Wo man dann so ein bisschen sieht, ja gut. Die Leute fahren so und so viele Kilometer im Jahr umeinander oder im Tag umeinander mit dem Auto, mit dem ÖV und so weiter und so fort. Aber die Angaben, die fließen zum Beispiel auch in die Modellierung des Verkehrs ein. Also sozusagen, wenn es darum geht, zu prognostizieren. Oder? Was braucht es jetzt mehr? Oder? Wie wirkt sich eine neue Strasse auf die Verkehrsbelastung? Oder zum Beispiel, wie wirkt sich eine neue S-Bahnlinie oder ein neuer Bus auf den Gebrauch des Autos in einem bestimmten Gebiet aus. Das fließt an so vielen Orten ein, wo es dann sehr indirekt natürlich auch wieder die Entscheidungen wahrscheinlich verbessert. Oder? Ich glaube, das ist vielleicht eine kleine Illusion, oder? Dass man wie kann sagen, gut, ihr werdet zu dem gefragt, das nützt genau das. Weil es nützt an so vielen Orten und es nützt vielleicht an vielen Orten relativ wenig, oder? Aber wenn man alles zusammennimmt, oder? Wo es überall etwas nützt, dann nützt es halt eben dann doch am Schluss sehr viel. Das ist zumindest meine Überzeugung. Ich will gleich noch, wir haben es schon mal ein bisschen angetönt und Sie haben es auch schon ein Stück weit relativiert auf den, sagen wir mal, Lapsus, der da passiert ist, jetzt im Zusammenhang mit dem Wählerurteil auf nationaler Ebene, wo dann alle gesagt haben, yes, Gott, das ist ein Vertrauensverlust und das darf gar nicht passieren. Man weiß mittlerweile, warum es passiert ist. Jetzt sie selber so einen Fehler, wenn das passiert. Klar ärgert man sich darüber, aber wie schlimm ist er jetzt? Ja gut, der Fehler muss man jetzt vielleicht schon sagen, der ist vielleicht jetzt auch medial ein bisschen hochgehängt worden. Oder? Man muss irgendwie sagen, es ist um Zehntelsprozent gegangen. Und einfach, dass man sich das bewusst ist, oder? Zehntelsprozent sind Tausendstel. Wenn Sie jetzt einen Mehlsack, einen Kilosack nehmen, oder? Ein Gramm fehlt oder ist zu viel, das würden Sie ja nicht merken, oder? Also, das sind wirklich irgendwo winzige Quantitäten, die da involviert sind. Es ist falsch, das ist völlig klar. Aber es ist jetzt vielleicht auch ist nicht ganz. Peinlich gewesen? Es ist sicher peinlich. Peinlich gewesen für die Verantwortlichen beim BFS. Es ist natürlich, vielleicht, was man auch muss sagen, es ist ja auch eine sehr spezielle Konstellation gewesen, oder? Man hat da sozusagen das Jahrhundertereignis, dass die Mitte da die FDP soll überholt haben. Das ist die schöne Schlagzeile. Oder? Das ist ja die grosse Schlagzeile gewesen, oder? Wo man irgendwo muss sagen, ja gut, also es geht um Differenzen von der Wähleranteil von den Parteien im Zehntelsprozent, also wirklich im Tausendstelbereich, oder?
wo man irgendwann muss sagen, ja gut, das ist einfach, das sagt eigentlich nicht wirklich aus, oder? Etwas aus, wenn man auf so winzige Differenzen so steile Aussagen darauf aufbaut. Also ich glaube, dort müssen sich die dann da am Wahlsonntag und gerade nachher abgefahren sind in die Richtung, ja, jetzt mal eine riesige Story daraus, müssen sich vielleicht auch ein bisschen fragen, ob es nicht manchmal ein bisschen gescheiter ist, wäre man würde, ja, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen vorsichtiger argumentieren und vielleicht auch mal sagen, ja gut. Aktualität, Herr Moser, Sie können natürlich Wahlresultate nicht 3 Tage später verkünden. Ja gut, in anderen Ländern ist das gang und gäbe. Ja, aber nicht jetzt, in der Schweiz. In der Schweiz ist es natürlich nicht. Oder? Man hat sich natürlich auch daran gewöhnt, oder? Dass ich meine, als ich im Statistischen Amt vor 20 Jahren angefangen habe, ich würde jetzt mal sagen, also das Nationalratswahlresultat hat man dann noch nicht am gleichen Tag können verkündigen, oder? Das ist natürlich jetzt immer auch sozusagen gestaucht worden, oder? Und ich meine, es ist natürlich auch klar, dass je schneller das es muss gehen, desto eher passieren in der Tendenz halt auch Fehler, oder? Und ich finde jetzt eben, es ist jetzt auch in dem Sinne eine spezielle Konstellation gewesen, oder? Wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, oder? Sozusagen, dass die Rangfolge der Parteien sich wegen dem Fehler geändert hat, wo man eigentlich muss sagen, ja gut, wenn man ehrlich ist, die FDP und die Mitte haben im Moment etwa gleich viele Wähler. Das wäre die Aussage gewesen, die man hätte machen können, so oder so. Oder? Man hat sich natürlich ein bisschen weiter auf den Est rausgewogt und dafür ist man jetzt vielleicht auch ein bisschen gestraft worden. Was man auch muss sagen, oder? Wenn man beim BFS nachschauen, wenn sie sozusagen definitive Wahlresultate publizieren können, das ist irgendwann Mitte November. Weil es ist natürlich auch so, oder? Es kann durchaus noch sein, dass auch in einem Kanton, gut, jetzt sollte es eigentlich gemacht haben, jetzt sind wir ja schon fast in der zweiten Woche, oder? Nach den Wahlen, aber sozusagen die angelieferten Daten einen Fehler drin haben. Feststellung der Wahlresultate. Oder? Da müssen zuerst Gemeinden unterschreiben, dass sie alles richtig gemacht haben. Dann geht das zum Kanton, der Kanton liefert es am Bund. Dass sozusagen die wirklich definitiven Resultate der Nationalratswahlen sind letztlich dann um, wenn, ich weiß jetzt nicht genau, wer das macht, wenn der Bundesrat gesagt hat, mal, wir akzeptieren die Resultate. Oder? Gut, also sie sind jetzt noch nicht, also sie sind definitiv, aber noch nicht ganz definitiv eigentlich, ja, so wie sie das jetzt also machen. Wirklich im amtlichen Sinn definitiv, oder, das sind sie im Moment eigentlich noch nicht. Wir könnten abendfüllend diskutieren, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Zum Schluss, Herr Moser, gibt es aber gleich noch eine Frage, die mich interessiert, und zwar, weil es ist denn eigentlich unter all den Statistiken, die Sie zu tun haben, Ihre Lieblingsstatistik? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Oder? Ich habe mich natürlich im Laufe meiner Zeit beim Statistischen Amt mit sehr vielen verschiedenen Statistiken befasst, wo alle... Die haben Sie alle ein bisschen begleitet. Ja, oder? Die habe ich... Ich meine, ich finde zum Beispiel, was ich wirklich sehr interessant finde, sind Steuerdaten, oder? Weil die geben einem so ein bisschen Auskunft darüber, oder? Über die finanziellen Verhältnisse der Leute, auch wie sich die finanziellen Verhältnisse entwickeln. Zum Beispiel auch, was mich immer interessiert hat, im Lebenslauf, oder? Was Leute sich sozusagen auch überlegen, oder? Wenn sie arbeiten, wenn sie auch vielleicht nur Teilzeit arbeiten und so weiter. Alle die Sachen, die man sich überlegt, oder? Wenn es ums Geld geht, oder? Das finde ich eine sehr faszinierende Sache. Und natürlich die politische Statistik, die ich sozusagen wie ja, jetzt natürlich im Moment auch daheim bin. Gut, da wird es Ihnen nicht langweilig werden. Es geht schon bald weiter mit dem zweiten Wahlgang, zumindest hier im Kanton Zürich und in vielen anderen Kantonen auch noch, mit dem zweiten Sitz im Ständerat. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, Peter Moser. Danke. Ohne Statistik ist kein Staat zu machen, sagt der ehemalige Analyseleiter vom Statistischen Amt vom Kanton Zürich, Peter Moser. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt sind gerade TeleZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.